Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, hier sehen Sie unseren neuen Apsen-Hausschatz der modernen Kunst, der eine Galerie darstellt von Bildern mit unterschiedlichen Themen, die menschlich orientiert sind oder landschaftlich oder technisch, was auch immer. Und es entstanden 1870 eine Ansammlung von Kupferstichen und Radierungen, und die Kunst des kleinen Mannes darstellt, also kaufbare Kunst in der damaligen Zeit, und steht in Konkurrenz zur Entwicklung, der technischen Entwicklung des, von der Fotografie und des Ölgemäldes, denn heute kann man sich kein Ölgemälde leisten oder die Leute damals nicht. Deswegen ist das die Kunst des kleinen Mannes, und wir wollen jetzt mal schauen, was es in den Themen im Einzelnen darstellt. So. Konrad S. Dahm hat sich hier mit diesem Bereich der Menschlichkeit als aktuelles Thema damals wie heute beschäftigt, und wir wollen mal hören, was jetzt dieses Bild uns sagt. Ja, danke dir für die ersten Worte. Schauen wir uns das an. Hier steht der Graf von Gleichen. Das kann man auch in der Wikipedia nachlesen. Der Graf von Gleichen, der lebte zu der Zeit der Kreuzzüge, ist mit dem Gatten der Heiligen Elisabeth ins Heilige Land gezogen. Dort wurde er gefangen genommen, wie viele andere Kreuzritter auch, wurde als Sklave dann gefangen genommen. Am Hof des Sultans war er dann auch gesehen von der Tochter des Sultans, und die war wohl ja in ihn verliebt. Man sieht es ja, im Hintergrund in dem Bild. Das Problem war, der gute Mann war verheiratet, hatte zwei Kinder in Thüringen. Aber das war für diese Muslima, diese Tochter des Sultans, kein Problem. Sie hat gesagt, wenn du mich heiratest, dann helfe ich dir freizukommen, musst mich mitnehmen. Und so ist es dann auch geschehen. Der Papst hat diesen, ja, dieser Ehe zugestimmt, und seine erste Frau, die hat ihm das also auch zugestanden. Sie wäre ja sonst allein und Witwe, oder jedenfalls sie hätte nicht mehr mit ihm zusammenleben können. Und so haben die dann da gelebt. Und gibt die Sage, dass im Erfurter Dom dieses Grab des Ritters mit zwei Frauen links und rechts von ihm, dass das also oft zurückgeht. Aber mehr wollen wir dazu nicht sagen, Sie können es ja in der Wikipedia nachlesen. Genau, das ist hier die Ankunft des Grafen. Die Sage sagt alles bei Wikipedia. Gucken wir uns das nächste Mal an. Ja, hier sehen wir im Hintergrund eine Dampflok. Das ist in der damaligen Zeit, also diese Sammlung, die wir hier haben, ist ab 1870, sagte der Herr Günther ja schon, ist die entstanden, aber die Ausgabe, die wir hier sehen, ist um 1899 rausgekommen. Ja. Ja, also die Bilder sind schon älter, die Dampflok hier, das könnte der Adler sein, der 1835 gefahren ist, weil das sieht also noch sehr antiquiert aus, aber da brach das Industriezeitalter an. Mhm. Und der Kontrast, den wir hier sehen, der alte Mann mit der Pfeife, der da neben dem Pferd steht, der guckt rüber, weil möglicherweise ist er Fuhrmann, und er sieht, ach, die Technik, die ersetzt immer mehr unsere Lebensbereiche. Ne? Genau. Und das Bild hat den bezeichnenden Namen Konkurrenz. Ne? Und hier stehen zwei unter Dampf, einmal ist der Kessel und einmal ist es die Pfeife. Ne? Ja, könnte natürlich auch Pferd gegen Pferdestärke sein. Ganz genau. Ganz genau. Schöne Analogien, die dieses Bild hergibt. Ne? So, dann ja, dann gehen wir, nachdem wir die Technik hatten, da haben wir jetzt hier den Mönch, ne, der hier als religiöser Fanatiker, kann man durchaus sagen, hetzt, also in diesem Fall ein Christ und keiner aus dem Orient. Und das steht auch Haspinger drunter. Unter diesem Begriff kann man auch mal googeln, beziehungsweise in der Wikipedia nachgucken. Das war ein Mitkämpfer von Andreas Hofer. Und damals, als dieses Bild wohl ursprünglich gemalt wurde, das war so Anfang des 19. Jahrhunderts, 1809, da wurde Österreich zu Teilen von Napoleon besetzt. Der war also auch in Tirol einmarschiert. Und da hat dieser Mönch die Gefahr gesehen, dass also alles verweltlicht wird, weil Napoleon hat ja Zivilehe eingeführt die Kirche zurückgedrängt. Die Revolutionäre, aus denen er ja letztendlich auch hervorgegangen ist, die haben viele Kirchenmenschen auch hingerichtet. Und da war natürlich dieser Napoleon eine Bedrohung, und da hat er da natürlich auch gegen gehetzt und hat dann zum Kampf mit dem österreichischen Kaiser gegen Napoleon aufgerufen. Und da sieht man also, wie er da auf der Bank steht und tut also Stimmung machen gegen den Okkupanten. Ja, ein Bild mit Stimmung.
Ja, also auch ein aktueller Bezug, nur jetzt sind es keine Christen mehr, die gegen irgendwelche Napoleon, sondern da sind Fundamentalisten, die in ganz anderer Weise dann aktiv werden. Aber letztendlich, die Religion ist in diesem Fall ja auch mit einer der Ursachen gewesen, um da zum Kampf aufzurufen. Ja, mit Stimmung, ja, Patriotismus. So, jetzt haben wir mal ein ganz anderes Thema. Ja, hier steht der Sittenwächter. Nee, Sittenrichter, nicht Wächter. Sittenrichter, ja. Sittenrichter, ein junges Paar. Also wenn man jetzt weiß, das ist auch schon wieder so, na, vielleicht über 120 Jahre zurückliegend, ne, wo das da also gemalt wurde. Ein junges Paar steht vor dem Sittenrichter, weil es offensichtlich da ein Kind hat, aber noch keinen Trauschein. Ja, wie das so mal passiert. Das hat es also früher auch schon gegeben, weil die Triebe, ne, die kommen also auch ohne Trauschein. Und ist ein ganz interessantes Bild, die alte Frau, ne, wahrscheinlich hätte heute, wenn sie bei Facebook wäre, hätte sie da gepostet. Genau, die, ne, die eigentlich. Die kriegen ein Kind, sind nicht verheiratet und er guckt ganz empört, ne, auf die. Und das ist also auch eine Sache. Heute haben wir natürlich hier in der Richtung nichts mehr, aber es gibt eben auch heute noch Menschen, die über andere moralisch urteilen. Ja. Und das ist natürlich hier auch ein Motiv, ne, was man natürlich dann auch in so eine sozialpädagogische Richtung einordnen kann, ne, so als Anschauungsobjekt. Probleme mit Moral, und die gab es also früher auch schon. Richtig. Insofern auch ein aktuelles Bild. Kommen wir zu unseren Klassikern, sagen wir mal. Das wäre jetzt hier so die rechte Seite mit den Landschaftsbildern. Geht mal rüber. Ja, gucken wir uns das mal hier an. Dieses Bild auffällig sehr dunkel. Na, warum ist es sehr dunkel? Weil das Thema heißt Mondschein bei Emden. Also die Stadt Emden ist gezeigt, bei Mondschein fast Vollmond, dunkler Himmel. Aber trotzdem ist es kein totes oder kein Nachtbild, sondern ein abendliches wahrscheinlich, weil hier ein Boot, Segelboot in voller Fahrt ist, mit Menschen drauf. Und hier sind die angelandeten Boote mit vielen und emsigen Personen. Hier auf der Balustrade sind Personen, die sich unterhalten. Also es ist so ein bisschen Widersprüchlichkeit in sich und das alte Emden ganz im Dunkel gehalten. Also es ist ein eindrucksvolles Thema einer Stadt. Also mich beeindruckt es sehr. Ja, man kann natürlich sagen, dieses Dunkel kommt natürlich auch durch die Technik, die da verwendet wurde. Das? Weil es gab ja verschiedene Techniken. Hier, das ist viel heller, das Bild, aber da war Radierung. Ne? War Radierungen, ja, in erster Linie, wo mit sehr viel Material gearbeitet wurde, dass es sehr dunkel erscheint. Aber hier passt es thematisch sehr gut zusammen. Gucken wir uns mal das andere an. Ja, das ist ein ganz was anderes, auch mit Wasser, aber Helgoland. Schlicht und einfach Helgoland heißt das. Und hier sieht man die sehr vielen Fischerboote in allen Größen, mit und ohne Segel, wie sie gerade zurückkommen. Und das alte Helgoland, wie wir es alle nicht kennen, vor der Kriegszeit, vor der Zerstörung, vor den Überflutungen, zeigt mit seinen Häusern also ein sehr durch die Wellen aktionsgeladenes Bild, trotz allem. Obwohl es hier oben ruhig aussieht, ist es hier sehr viel mit Aktion verbunden. Und zeigt eben das klassische Ambiente einer Insel, einer Küste, wo sich viel abspielt. Und das ist so Helgoland. Ja, so wie es da auch Bild ist, kann man sicherlich nie wieder gesehen haben. Ja. 1945 ist ja dann ein Teil der Insel durch die Bombardierungen nach dem Krieg. Ne? Ja, richtig. Ist ja dann noch zerstört. Ne? Und die Häuser, die da waren, wird sicherlich auch keines übrig geblieben sein. Nein, von denen werden wir nichts mehr sehen oder gesehen haben. Also das ist hier Dokumentation, wirklich, pur. So, das nächste Bild. Auch am anderen Ende von Deutschland, Ansicht des Starnberger Sees, mal was ganz anderes. Ganz offensichtlich, der Starnberger See als helle, leuchtende, spiegelnde Platte in der Mitte, die von den Sonnenstrahlen, die Sonne verdeckt von den Sonnenstrahlen angeleuchtet wird und im Vordergrund dieses bäuerliche Geschehen mit Heuernte stattfindet. Und ganz natürlich hier hinten, das kennt vielleicht jeder, die Silhouette. Also wer hier am Autobahn von München nach Salzburg fährt, Hirschenberg ist ja in der Nähe, ja, da kann man also, genau, kennt jeder, der da schon mal am Autobahn vielleicht gestanden hat, im Stau, dann sieht man, wenn man Glück hat, den alten Hauptkamm im Hintergrund, und das ist also hier auf dem Bild auch gut zu sehen, nur eben da, zu der Zeit gab es noch keine Autobahn. Ja,
Aber dieses Bild wirkt in der Nähe als auch in der Ferne. Für beides sehr schön perspektivisch aufgearbeitet. Und das führt uns dann auch zu dem nächsten Bild. Dann das Licht dazwischen vor der Donauregulierung. So heißt das Bild. Auch ein eigentümliches Thema und zeigt hier diese Auen, die gefluteten Auen, die wohl überschwemmt waren und jetzt wieder langsam ablaufen mit dem angelandeten kleinen Boot und bildet sehr viel Perspektive durch diese Öffnung in dieser, wie eine kleine Lichtung, wo die Sonne dann dahinter hängt. Ein Bild, was Ruhe und ausstrahlen will und auch Tiefe bringen will, aber auch wieder einen Bezug hat zu der landschaftlichen Planung und des Umgangs mit Wasser. Ja, das könnte man natürlich auch in weiterer Technik ansehen, weil in dem Bereich, wo man angefangen hat, Flüsse zu regulieren, um die zu begradigen und für die Schifffahrt schneller zu machen, da ist ja auch der Glaube gewesen, man kann da was machen. In Hessen haben wir ja das Ried, wo dann die Auenwälder abgeschnitten worden, ne, vom Rhein. Und das ist natürlich hier auch, Mensch greift in die Natur ein und verändert da. Hat somit auch wieder einen aktuellen Bezug und gleichzeitig Landschaft. Also dieses Ambivalente von beiden ist sehr schön in diesem recht kleinen, gegenüber dem anderen Bild, recht kleinen Bild, aber trotzdem eindrucksvoll dargestellt. So, das waren jetzt unsere ersten zwei Themen, die wir Ihnen mal zeigen wollten. Demnächst mehr. Okay.